Komm mir jetzt nicht in die Quere, denn ich sage gerne Ehre und Allah. Und dort vorne an der Brüstung hauen wir uns ein in die Rüstung. Schalala. Schalala. Schönen guten Tag. Da sind wir wieder. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber wir sind wieder da. Vor allem die Leute, die den Stream nicht geguckt haben. Jo, apropos Stream. Ja, wir haben andauernd in der Zwischenzeit gestreamt, nur er folgt ihm halt nicht auf Twitch. So. So. Scheiß Affe, ey. Also, muss man doch mal überlegen, was du da sagst. So, aber wir haben gestreamt. Das Ganze wird es auch auf meinem Zweitkanal geben. Ab heute, also jetzt zeitgleich mit dieser Folge, Release. Wird der Stream, zumindest der erste Teil davon, released. Ich glaube, wir werden zwei Teile irgendwie. Vielleicht schneide ich es auch zusammen und dann... Zwei Teile. Ja, vielleicht kriegt ihr auch in einem, weiß ich noch nicht. Netflix. Werdet ihr sehen. Netflix? Ja, was haben wir denn gemacht? Wir können ja trotzdem mal kurz ein bisschen zeigen, was wir... Ja, ich war hier als Außendesigner tätig. Ja, ja. Wir haben modernisiert. Also wir waren so skandinavisch unterwegs, aber unser Ziel war es ja auch... Nee, wir wollten erst das mit Stein so mixen, ne? Aber wir machen das jetzt so ein bisschen alles. Ja. Weißt du? Ja. Aber das ist halt auch tricky, weil Ark bauen... Also wenn ich hier, wo ich jetzt hüpfe, zum Beispiel eine Glaswand setze, dann ist die total verrückt so in die... Ne, das hatte ich schon im Stream, glaube ich. Total verrückt. Ja, ja. Da warst du, glaube ich, am Ende so ein bisschen borstig. Ja, Ark bauen. Das wissen alle, die Ark spielen, die gerade zuschauen. Hey, ihr Süßen. Also das Bauen in Ark. Da spiele ich lieber Willi Werkel. Du hast es aber auch schon, glaube ich, ungefähr 30 Mal gesagt. In meinem Leben habe ich 30.000 Mal gesagt. Weißt du, wir sind schon 10 Monate bei... Wir machen das schon 10 Monate hier. Gut, zwischendurch ein bisschen Pause hier und da, aber trotzdem. Ja, das sind ja Kreativpausen. So, weil ich habe mir auch für heute was überlegt. Gar kein Ingame-Sound, merke ich gerade. Hast du da mal... Oder hier? Nee, eigentlich muss das bei dir. Oh. Du hast auch einfach runtergestellt. Ja. Hast du jetzt was? Ich habe was auf dem Muschel. Sehr schön. Ich habe mir was überlegt für heute. Nee. Doch. Und? Das klang gerade, als ob du wieder anfängst, Schlager zu singen. Doch. Und? Also Schlager, das war... Alter, das waren die Doofen. Ja, die Doofen. Was? Du kennst sie nicht? Ich arbeite gerade. Olli Dietrich und der andere mit der Brille. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ey. Hä, du kennst den nicht? Ja, heißt du, weil... Wiegald Boning! Oh, Gott sei Dank, gerade noch gerettet. Der so. Wiegald Boning kenne ich, ey. Ja, so, das ist der mit dem Kittel, der immer da diese Sache mit Bernhard Hoeker gemacht hat. Ja, weißt du? Der geile Sau. So, und früher bei der Wochenshow... War das die Wochenshow? Das war die Wochenshow. Also, du musst auch deine Facts wissen, wenn du mich dafür flamest. Ich flame dich nur dafür, dass du nicht die Doofen kennst und Mief nicht kennst. Ja, warst du oft vor der Flimmerkiste? Früher als kleiner Bengel? Ja. Ja. So, ich durfte nämlich nicht. Die Wochenshow war unnormal belohnt, Alter. Meinst du? Ja, war schon nicht schlecht. Gut. So, weißt du, wer dabei war? Du. Ich nicht. Ingolf Lück, Bernhard Hoeker war da, glaube ich, gar nicht dabei. Maria, nee, hier, Bastian Pastewka. Du laberst eine Scheiße. Hier, Lady Kara, wie heißt sie? Anke, danke. Wie heißt sie? Er. Sie. Es. Olli Dietrich. Hier, die Bianca. Wieso? Was soll das? Ist halt geil. Okay, wollen wir jetzt was machen? Oder? Das ist ein Schlaganfall, Alter. Ehe. Ehe genommen, Alter. Gerade, Alter. Ja, ein Schluck Kaffee in der Fresse. Und kurz vorm Schluss, als ich es schon überwunden hatte, schoss sie mir so vom Rachenraum in die Nase. Ich hab mir was überlegt. Wir können heute mal so ein Wellending raiden. Was hältst du davon? Ja. Ich will endlich raiden.
Warum jetzt so lange nichts kam übrigens? Ja, das ist auch noch ein Grund. Wir spielen ein bisschen WoW gerade. Bisschen ist gut. Und wir suchen auch Gildenmember. Ja, wenn du Gilde suchst, Alter. Spandau. Transcendence, Alter. Da kannst du mal vorbeikommen. Wir suchen aktive User, die mindestens Level 50 sind, sag ich mal. Ja, oder 60. Ich sag ja mindestens. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir so eine krasse Auswahl haben, weil, muss man auch sagen, unser Server ist nicht so hot. So, okay, ich laufe hier, also wir sind schon gute 6 Minuten dabei. Wir haben noch nichts geschafft. Ey, warte mal. Ich habe 500 Kristalle gefahren. 500. Während du hier von Olli D. und Dietrich und so geredet Man muss auch mal über die Vergangenheit reden. Ja. Wollen wir das noch zu Ende bauen oder scheißt du da drauf? Nee, baue gern zu Ende. Ich guck dir zu. So, wie machen wir das, Kalle? Hier rum? Hier auflassen oder? Also, wir haben ja eh noch hier unsere... Alter. Sag doch, wie wir es machen. Du bist hier? Doch hier, du bist der Architekt. So? Hallo. Ja, ich guck doch. Ja, dann sag doch, ist dein Projekt. Ja. Ja, aber jetzt sieht das kacke aus mit dem Boden, ne? Boden? Ja. Also hier mit der nächsten Etage. Den können wir ja drüber machen jetzt noch. Ja, aber wenn du hier noch einen drüber machst, dann läufst du immer gegen jemanden. Nein, so einen abgesägten. I show you the world. I show you the world. Wait a minute, wo haben wir ein Holz? Hier, Wooden Triangle Ceiling, Alter. Aha. Für Wälder. Junge, trink mal einen Schluck. Affensohn, ey. So. Schön hoch, den Rotz. Ja, hier hättest du einen normalen hinmachen ich können. Ich mach noch einen. Das sieht scheiße aus. Ey! Sieht aus wie dieses Meloneneis. Kennst du das? Was? Ja. Nein, ich hab kein Fieber. Magst du nicht angefasst werden? Nee, mach ich wirklich nicht. Ich kenne da so ein paar. Die das nicht mögen. Ja, du magst das? Ist das gut, ja? Also ich hab damit kein Problem. Voll angeleckt, Alter. Ich hab, oh, die Hand wasche ich mir nie wieder. Eine Blatt hat mich angeleckt. Guck mal, arg bauen, ne? Warte, ich geb dir mal was und dann probierst du da das so zu... Pass auf, du hast mehrere Optionen. Mit diesem Gerät hier an der Ecke was zu machen. Du hast mehrere Optionen. Du musst jetzt mal schauen, gemeinsam mit deinen Zuschauern, ob eine, nur eine dieser scheiß Optionen cool ist. Ja, also da sitzen Entwickler, musst dir vorstellen, die haben sich das überlegt. So, und? Geht's cool? So über eine Ecke? Also es müsste, weißt du, was geil wäre? Ja, jeder weiß das. Wenn das so wäre, so diagonal, weißt du? Wenn das... Nimm diese Mach doch mal kurz die Kamera groß. Es wäre... Es wäre geil, wenn es von hier so gehen würde, ja, so ein Dreieck, oder alternativ von dort hierhin. Ja, das wäre geil. Aber die ARK-Entwickler denken sich, ich hab gehört, Humor! Ja, ist doch so. Wer überlegt sich das? Wofür sind die? Wofür sind die? Mein Plan ist quasi, dass wir heute losziehen und beim nächsten Mal dann den Raid durchführen. Das heißt, wir brauchen zwei Dinge, Max. Das heißt, wir können jetzt abbrechen, hier kommt nichts mehr. Oh. Ja, was möchtest du mir sagen? Wir müssen uns jetzt vorbereiten. Okay? Ja, Mann, das ist mal gut, Kalle. Vorbereitung, das ist so das Ding, wo du den Ark nie dran denkst. Oder viel zu selten. Ja, ich hab auch jetzt gerade dran gedacht, oder nicht? Deswegen, ah, nee, mag's ja nicht. Ei, fein. Also der Plan wäre, dass wir jetzt losziehen, mit allen Leuten, dass die ganze Mannschaft mitnehmen, ein paar Barrikaden aufstellen. Boah. Ein kleines Zeltlager aufschlagen. Ach und so, und wir ziehen die in uns rein so. Machen richtig Krieg, so Heckmeck. Mit Barrikaden, Metallbarrikaden. Und dann locken wir die an und dann die Viecher stehen hinter denen mit... Unsere Ideen, die machen gerade so, ne? pass auf. Das können wir alles mitnehmen mit den Adlern. Weil Adler sind... Unnormal belohnt. Ja, die können viel tragen. Transporttiere, genau. So. Das heißt, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wir machen so Metall-Spikes. Und die stellen wir auf so eine Reihe mit einem kleinen Loch. Und da schlüpfen wir durch. Und dann machen wir aber auch rum.
sodass da niemand rein kann. Und da sind so Podeste. Und da steht unsere Ehrenarmee und schranzt drüber hinweg. Wie bei Sparta. Ja. Nee. Wie bei Helms Klamm. Aber auch ein bisschen Sparta. Nee, wir lassen die ja gar nicht erst rein. Die rennen gegen die Spikes und sind so... Und dann kriegen die nur einen reingeschrotet. Was brauchen wir? Komm, Max. Du, guck mal, du drückst einfach mal I. Dann gehst du um auf herstellen, Bruder. So, und dann guckst du mal. Barrikade, Alter. So. Und die stellst du jetzt her, Alter, bis du nicht mehr kannst. Oh nein, 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 stopp, 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 nicht. Oh, nee. Ich hab ja fast 31. Schön 31 Spitzhacke. So, wir haben jetzt 15 Barrikaden, reicht es? Für unsere Arbeiter. Ja, komm. Luther, Luther, Martin Luther. Wer ist Luther? Deine Mutter. Uti, hi, er. Und Abflug. Nicht mit dem. Mit dem darfst du nicht fliegen. Ich mach was. Seit wann haben wir drei Adler? Ist das ein gezüchteter Fridolin? Oder hast du ihn gekauft? Geholt. Ich hab den gekauft bei Saturn. Boah, Alter, du hast richtig rumgeschrien. Das mach ich immer so, wenn ich einen Berg runterfall. Achso, da. Oh, lol! Was ist das für ein Mega-Jump? Das passiert mir die ganze Zeit. Schwöre, Habibi. Wallah. Ich bin über 30 Meter nach vorne gesprungen. Not even. Lying, Alter. So. Wir müssen auch generell mal. Wir müssen mal mehr hier wieder machen. Also auch konstant. So, ne? Ja. Weil man vergisst ja auch immer dann viel, wenn man drei Jahre nicht aufgenommen hat. Aber ich meine, ist auch schön, dass so. Wir da losgehen. Ja, ich find's auch geil. Ehrenchat. Ehre. Aber ist ja auch alles gut. Also, wir haben die Hütte jetzt grob zu Ende gebaut. Wir haben unsere ganzen Ehrenarmee equipped. Wir haben ein bisschen natürlich auch alles so aufgeholt, ein bisschen mal wieder so gezeigt, wie der Stand ist nach dem Stream. Ja. Ist mega nice. I wanna get to you close, gonna get it right. Wird erstmal geschissen. So, Rüstung an. Moin! Ja, und deshalb drück mal C. Alter, der hat mal richtig losgebrüllt, Alter. Ich könnte ja gerne mal auf den Vorschlag eingehen, dass wir das hin und wieder mal streamen. Wir würden das dann immer mal ankündigen. Ich mache dann wahrscheinlich auf YouTube so einen Community-Post. Und dann lade ich das einfach auf dem zweiten Kanal hoch, das, was im Stream passiert. Und hier machen wir halt den Weiterfaxen wie sonst auch. Oder? Ja. Yeah. Abonniert mal Hand of Blood. Weil. Ja, der ist auch ganz cool. Da hat jemand geschissen.